Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem nächsten Video. Ja, diesmal ein Video mit Comic News aus den USA. So ganz News sind die, das sind jetzt gar nicht mehr so ganz neue News. Ich habe das aber erst vor ein paar Tagen mitbekommen, weil ich anders als früher gar nicht mehr so oft bei den amerikanischen Seiten rund um Comics reinschaue. War ich immer mal wieder, aber nicht mehr so oft wie früher, weil ich mich nicht bei verschiedenen Serien einfach nicht spoilern möchte. Und deswegen mich ja komplett auf die deutschen Sachen dann so konzentriere. Aber ab und zu gucke ich natürlich mal, wie sind da die Entwicklungen. Und was ich jetzt gelesen hatte vor ein, zwei Tagen, will ich hier mal euch mitteilen. Werde dementsprechende Bilder einblenden, weil ich das super interessant finde. Und zwar habe ich so ein bisschen geguckt, wie es bei Savage Dragon, was ja mittlerweile auch auf Deutsch kommt, in den USA eigentlich so im Moment läuft. Ich verfolge die Entwicklung der Figur ja immer mal. Und da habe ich festgestellt, dass in der Savage Dragon Ausgabe 268 aus dem Februar 2024, also aus diesem Jahr, Mickey Mouse einen Auftritt in Eric Larsons Serie hatte, und das hatte mich gewundert, weil Mickey Mouse ist ja von Walt Disney, und normalerweise treten Charaktere in anderen Serien ja nur auf, wenn das abgesprochen ist, wenn es Crossover gibt und so weiter, wie wir bei DC gegen Marvel ja immer mal hatten, wo natürlich mal ein Marvel-Charakter bei DC auftreten kann und umgekehrt. Das gibt's natürlich, aber normalerweise geht das ja gar nicht, dass diese Figuren von anderen Verlagen dort auftreten, außer dass es irgendwie abgesprochen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Art, wie Mickey Mouse dort auftritt, bei Savage Dragon abgesprochen ist. Also in 268 trifft Malcolm Dragon, das ist halt der Sohn vom Original Savage Dragon, mit seiner Frau Maxine auf Mickey Mouse. Unterhalten sich halt Mickey Mouse, großer Fan scheinbar von Savage Dragon, also von seinem Vater. Malcolm klärt halt auf, dass er der Sohn ist und so weiter und so fort. In der Ausgabe 269 von Savage Dragon aus dem März 2024, dort sehen wir auch, dass Mickey Mouse halt nicht so ist, wie wir Mickey Mouse kennen, sondern halt durchaus sexuell übergriffig gegenüber der Frau von Malcolm Dragon. Blende ich euch auch mal ein. Und auch so einige Sprüche auch vorher schon losgelassen hat, die jetzt vielleicht nicht so Mr. Nice Guy mäßig sind. Und ja, da habe ich mir auch gedacht, das kann ja Walt Disney so nicht gefallen. Und wenn man dann noch aufs Cover von Savage Dragon 271, was wohl im Juli 2024 erscheinen wird, was ich euch auch mal einblenden werde. Wenn wir darauf noch gucken, dann sehen wir oder kommt es einem so vor, dass Mickey Mouse auch ein Gegenspieler von Malcolm Dragon wird. Das heißt, wir haben hier eher eine böse Mickey Mouse. Ja, woran liegt das, dass das alles so geht und dass die Art, wie sich Mickey Mouse dort verhält, wohl wahrscheinlich einem Walt Disney Konzern nicht gefallen wird und das trotzdem absolut legal und korrekt ist, was Eric Larson dort macht. Ja, das liegt ganz einfach daran, das wusste ich nämlich nicht und habe ich dann nochmal nachgelesen. Mickey Mouse ist im Januar 2024 in Public Domain gefallen. Das heißt, für alle, für die Öffentlichkeit nutzbar, in allen möglichen Varianten nutzbar, so dass Savage Dragon diesen Charakter einfach nehmen darf. Jetzt ist es aber nicht ganz so einfach. Man muss dazu sagen, das habe ich halt auch gelesen, Savage Dragon bzw. Eric Larson darf die Ur-Mickey Mouse benutzen. Und zwar die Mickey Mouse, die in diesen, ich muss das nochmal nachgucken, weil ich die auswendig die Titel nicht weiß. Ja, Mickey Mouse hat ja ihren ersten Auftritt in einem erstmal sechsminütigen Stummfilm, Plain Crazy hieß der, genau der Name fiel mir nicht ein. Und dann in einem achtminütigen Tonfilm Steamboat Willie.
der im November 1928 ausgestrahlt wurde und auch, glaube ich, soweit ich weiß, der erste vertonte Zeichentrickfilm war. Das war 1928 und es ist, glaube ich, so, dass nach 95 Jahren ein Charakter in Public Domain fällt und dann für alle nutzbar ist. Und das ist hier mit Mickey Mouse der Fall. Und zwar mit dieser Ur-Mickey Mouse, die damals ihr Debüt hatte. Man sieht das auch an den Zeichnungen, dass es Eric Larson Mickey Mouse so gezeichnet hat, wie sie damals gezeichnet wurde. Und es ist jetzt weiterhin der Fall, dass die Mickey Mouse, die wir kennen, mit der wir alle aufgewachsen sind, keiner von uns ist so alt, denke ich mal, dass wir 1928 schon am Start waren. Also glaube ich zumindest, dass keiner meiner Zuschauer so alt ist. Das heißt, wir sind ja mit einer moderneren Mickey Mouse Version, die wir aus den lustigen Taschenbüchern und Mickey Mouse Magazinen und so weiter kennen. Also der modernisierten Version der Ur-Mickey Mouse sind wir ja aufgewachsen. Und die liegt weiterhin, da liegen die Rechte weiterhin bei Walt Disney. Das heißt, ein Eric Larson darf diese moderne Version nicht benutzen. Aber die Ur-Version halt. Seit Januar 2024. Und das hat er im Februar 2024 dann jetzt schon gemacht und diesen Charakter bei sich in die Serie eingegliedert. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass Eric Larson sowas macht. Er hat in Savage Dragon 141, das ist, glaube ich, aus dem Jahre 2008, hat er sehr viele Golden Age Superheroes und Superschurken also Superhelden und Superschurken aus dem Golden Age auch in sein Universum mit eingegliedert. Der bekannteste und der auch die größte Rolle bis heute noch hat und ein Nebencharakter ist, aber der halt immer wieder vorkommt, ist der Golden Age Daredevil, der nichts mit dem Marvel Daredevil zu tun hat. Dieser Golden Age Daredevil ist halt in diesem rot-blauen Kostüm. Der fiel auch damals in Public Domain und Eric Larson hat ihn benutzt und auch andere. Ich weiß noch, dass damals auch Dynamite Comics mit dem eine Serie gemacht hat und so weiter und so fort. Auch diesen Helden darf man nutzen. Ist halt dieser klassische Golden Age Daredevil. Einige von euch werden den vielleicht kennen. Schreibt mir mal drunter, wer den kennt. Ja, und jetzt passiert das hier mit Mickey Mouse und wie gesagt, das mit diesen sexuellen Übergriffen und dieses, wie sie sich überhaupt verhält, Mickey Mouse, das wird halt Walt Disney nicht gefallen, darf er aber so machen. Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Kritik, die Eric Larson wieder dann irgendwie an Walt Disney übt und so. So Seitenhiebe, Kritik und so an anderen Verlagen macht er ja auch mal ganz gerne. Finde ich aber auch legitim, kann man machen. Und ja, finde ich super interessant und in diesen Artikeln, die ich dazu gelesen habe, wird auch davon gesprochen, dass wohl nächstes Jahr auch Popeye ins Public Domain fällt. Das heißt, eventuell bedient sich Eric Larson dort auch. Wie gesagt, hat er schon ein paar Mal gemacht. Finde ich sehr interessant. Und ja, was sagt ihr zu diesem ganzen Thema Public Domain und dass man alte Charaktere auch anderweitig dann nutzen darf? Ganz tief in diesem Thema bin ich nicht drin. Ich weiß zum Beispiel, dass Tarzan und so ist auch in Public Domain, aber der Name nicht. Also zumindest damals weiß ich, dass, ich weiß nicht, ob das auch Dynamite war, irgendein Comicverlag hat dann auch so Lord of Jungle Comics gemacht, weil man Tarzan benutzen durfte, aber man durfte halt nicht Tarzan draufschreiben, nur im Comic ihn Tarzan nennen. Weil da eigentlich auch nur die Figur in Public Domain fiel, aber der Name nicht und so weiter und so fort. Das ist eine recht komplizierte Sache, in der ich nicht so stark drin stecke. Aber was jetzt Fakt ist, ist, dass die Ur-Mickey Mouse jetzt benutzt werden darf und Eric Larson das auch macht. Und ich ganz gespannt darauf bin, bis das in Deutschland erscheint, wird ja noch einige Zeit vergehen. Aber ich lese das ja auch, die US-Sachen. Hole ich mir ja auch immer mal was nach und werde das mir wahrscheinlich vorher schon in US holen, um mir das mal anzugucken. Aber das wird die Zeit zeigen. Ja, so viel zu diesem Thema. Schreibt mir auch mal rein, ob ihr das mal interessant findet, wenn ich ab und zu so
News aus den USA hier auch mal verwurste in einem Video, weil das war für mich jetzt sehr interessant und ich denke, dass es vielleicht für den einen oder anderen von euch auch interessant ist und dann werde ich ab und zu vielleicht mal News aus den USA auch bringen, aber so, dass man da vielleicht jetzt nicht zu viel spoilert, was so Storyentwicklung angeht. Das ist ja jetzt sozusagen auch ein Spoiler, dass dann mal irgendwann in Savage Dragon Mickey Mouse vorkommen wird für die deutschen Leser, aber ich denke, das ist zu verkraften. Ja, gerne liken, wem das Video gefallen hat, gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und dann sage ich mal, bis die Tage, bis zum nächsten Video. Ciao!